hast du denn, Igel? Warum brenne ich? Schnauzer brennt. Warum brenne ich? Achso, stimmt, ja. Schon, natürlich. Was tut ihr da? Warum brenne ich? Ich hab okay. Okay, wollen wir jetzt anfangen? Wollen wir jetzt anfangen? Bitte. Fangen wir jetzt schon mit den rituellen Schnauzeropfern an, oder was? Damit ist man nie zu früh oder zu spät. So, und damit erstmal von mir herzlich willkommen zu Project Unstable 5. Ich nehme das jetzt ein bisschen später auf als den Tag, als wir eigentlich angefangen hatten. Aus dem Grund weiß ich noch, ja, ihr werdet gleich sehen, warum. Es ist ein wenig drunter und drüber, der Anfang, wie gesagt, mit so vielen Leuten haben wir noch nie einen Anfang gemacht wie den Tag. Und das ist natürlich dann ein bisschen doof. Und da war alles so ein bisschen durcheinander, was weiß ich nicht, das werde dann sehen. Also es wären wahrscheinlich 2 bis 3 Folgen, ich muss noch gucken, wie ich es schneide. Die Folgen werden großteils eigentlich ungeschnitten sein. Ich werde mal gucken, halt, wie ich es mache, dass es nicht zu langweilig ist, dass ein bisschen irgendwas da ist. Das Problem ist nur, es ist halt wie gesagt relativ durcheinander. Es ist nicht unbedingt viel, was wir machen, es ist kaum Erklärung dabei. Und deswegen wollte ich jetzt hier nochmal kurz wenigstens nochmal ein bisschen reden. Und zwar, ich werde es wahrscheinlich dann auch nochmal machen, wenn ich dann später nochmal aufnehme und mir praktisch dann mein eigenes Zuhause suche, auf der Karte irgendwo, keine Ahnung, wo wir dann bauen werden. Es ist erstmal folgendermaßen, Project Unstable 5 ist ein Modpack, wo wir, ja, ein bisschen mehr diesmal jetzt ins Detail gegangen sind, in Sachen Rezepten und. Das Modpack befindet sich ja immer noch indirekt in den Entwicklungen. Beispielsweise werdet ihr feststellen, dass in den Folgen stelle ich fest, oh Mann, das Brot hat ja noch Rezepte, normale, die sind mittlerweile weg. Und so weiter. Also es gibt einen Haufen Dinge, die einem dann erst beim Spielen richtig auffallen, die man dann nochmal ein bisschen ändert. Das machen wir nebenbei noch ein bisschen. Das heißt, es kann sein, dass eine Folge was craftbar ist und die nächste Folge nicht mehr, um es mal doof zu sagen, weil das Rezept schwerer geworden ist oder leichter oder halt anders. Wie gesagt, ist halt, aber dafür ist es halt jetzt unstable in dem neuen mit Rezeptänderung. Das wird sich dann später, denke ich mal, in späteren Staffeln dann ein bisschen reibungsloser abgehen alles und besser funktionieren. Genau. Und ich kann ja einfach mal, ich hatte es ja schon mal in einem Infovideo kurz gezeigt, beispielsweise die Fackeln haben ein bisschen andere Rezepte, Dung, Netherkohl und so weiter. Man braucht jetzt überall String mit. Tiny Torches geben auch nur eine Torch anstatt ein paar und ja. Also ein paar Dinge, die man irgendwie verändert hat, um das Modpack ein bisschen interessanter zu machen. Und ein bisschen langanhalten. Zum Beispiel auch die Stone Torch. Da bin ich noch am überlegen, ob ich noch die anderen Rezepte auch mit hinzufügen will für die Stone Torch. Das weiß ich noch nicht. Ja, genau. In der Hinsicht oder auch Rüstung. Die Rüstung habe ich jetzt von dem Mod bekommen, deshalb habe ich die übrigens. Wer sich fragt, das weiß ich gar nicht, ob es in der Folge ist. Man braucht Cut Leather. Cut Leather braucht man Cauldron mit Dung und Cut Leather. Oder halt, man cuttet es direkt aus Leder. Ach, es gibt viele Möglichkeiten. Auf jeden Fall, bestimmte Rüstungen brauchen Leder, bestimmte Rüstungen brauchen Kettenrüstung, weil, wenn wir schauen, die Kettenrüstung kann man craften im Soulforge Steel Anvil. Das heißt, man hat erstmal ein bisschen Progression, bis man das machen kann und aus denen kann man dann erst halt Diamantrüstung und so weiter machen. Genau, das ist so die Idee gewesen. Ich weiß gar nicht. Ja, die Diamantinenrüstung haben wir nämlich ausgemacht, beispielsweise. Also wir haben ein paar Dinge ausgemacht, ein paar Dinge gebalanced, ein paar Dinge umgeändert. Oh, es ist sehr viel Schweiß und Energie reingeflossen. Wir sind immer noch nicht da, wo wir hinwollen. Beispielsweise ist im Moment noch so, wir haben ja einen Haufen Maschinenblöcke. Wir haben von Deep Resonance einen, wir haben einen von F-Tools, wir haben einen von Tesla Core, den haben wir angepasst mit Stahl schon ein bisschen. Von Refined Storage haben wir noch ein und so weiter. Es gibt überall Machine Blocks oder hier Machine Frame von Turbo Expansion. Da ist unser Plan noch, das alles zu vereinheitlichen, dass wir vielleicht dann nur ein Machine Frame haben für alle Maschinen. Sodass praktisch das Maschinenzeitalter eingeleitet wird mit dem einen Machine Block. Und aus dem kann man dann alle machen.
das ist nur im Endeffekt so unser Plan. Es ist, wie gesagt, mal ein Haufen Zeug, was aber gemacht werden muss. Und das wird sich dann noch zeigen. Genau. Das ist, was wir erstmal gemacht haben. Wir haben einen Haufen Mods drin. Ich könnte jetzt durch alle durchgehen hier. Es ist nur viel. Ja, genau. Wir haben sogar einen eigenen Mod geschrieben. Unser PO Tweaks. haben wir geschrieben gehabt, weil ja, Dung hat ein bisschen Probleme mit beispielsweise haben wir andere Mobs, also hier Wolf, also der Wolf ist von einem anderen Mod jetzt, also wurde ersetzt. Normale Tiere haben irgendwie keinen Dung gedroppt, nachdem wir eine Stunde lang probiert haben. Und da habe ich gesagt, okay, ich schreibe jetzt einen kleinen Mod, womit wir dann später alles tweaken können und so weiter. Zum Beispiel wird jetzt Dung gedroppt von so einem Mob, beispielsweise. Das ist so der Plan gewesen, genau. Ja. Und da haben wir halt vieles angepasst. Es gibt noch... Ja gut, ich wiederhole mich. Wir haben vieles angepasst und es gibt noch viel zu tun. Beispielsweise bin ich noch am Überlegen, ob man vielleicht Tinker's Construct-Dinge noch irgendwie einbindet, um daraus noch irgendwelche Dinge zu craften. An manchen Stellen. Das ist sicher auch ganz cool, aber da müssen wir schauen, wie das denn funktioniert. Übrigens, die Spielzeiten kann man eigentlich craften. Die sind nur noch da, weil ich noch die kleinen Configs geupdatet habe. Also die Thermal Expansion, Thermal Foundation Pickaxe kann man nicht machen. Man kann nur Vanilla-Zeug machen oder Diamantin, Emeraldic und so weiter. Diamond Pickaxe braucht dann eher andere Dinge. Also es ist alles, muss man schauen, wie man es macht und nutzt und was weiß ich nicht. Genau. Wir haben einen Haufen Mods drin. Wir haben Galactic Craft beispielsweise wieder mit drin. Das ist relativ cool. Das heißt, wir haben auf jeden Fall Planeten, wir haben Raketen und da werden wir auf jeden Fall mal was machen. Vielleicht sogar eine Space Station. Das wäre eigentlich relativ cool. Ja, wir haben Natura mit drin. Wir haben Biomes of Plenty. Ist natürlich klar. Wir haben wirklich verdammt viel. Trotz dass wir kein Ender-IO und so weiter haben, wir haben Applied Logistics, wo ich mir noch nicht ganz so sicher bin, weil manche Stellen will ich gerne noch ein bisschen Applied Logistics ausbalancen. Wir haben Refined Storage drin. Es wurde sich gewünscht in den Kommentaren ja mal, dass ich vielleicht diese Staffel nicht so viel Applied Logistics mache. Ja, das Problem ist, die einzige Alternative, weil wir kein Ender-IO haben, ist halt wirklich nur Refined Storage und Refined Storage ist Ender-IO, ist Applied Logistics in einfach. Ich weiß, es wurde überall schon gesehen und immer gemacht. Und wenn noch was rauskommt, eine andere Möglichkeit, dann machen wir es auf jeden Fall vorher nicht, weil ich brauche Autocrafting ab einem gewissen Punkt, ich brauche das alles und dann muss ich es leider machen. Und wenn nicht Applied Logistics, dann Refined Storage, was halt im Endeffekt Applied Logistics in einfach ist. Um es jetzt mal doof zu sagen. Genau. Und dann müssen wir halt ein bisschen schauen. Ja. Genau. Ja. Wie gesagt, 90 Seiten haben wir. Davon sind aber auch schon ein paar Dinge ausgeblendet, weil wir haben viele, die zum Beispiel verschwinden alle. Die Dinge kann man eigentlich craften. Wir haben die Gears beispielsweise so vereinheitlicht, dass von jedem Mod nur ein Gear ist. Da haben wir dann auch die anderen Gears haben wir einfach ausgeblendet und haben die ganzen Rezepten angepasst, zum Beispiel, dass man Metal Press braucht. Dass das jetzt hier viermal drin ist, kommt einfach nur daher, Immersive Engineering mag es nicht, wenn man Skripte neu lädt und dann werden die Rezepte einfach neu nochmal hinzugefügt in JEI, aber sind eigentlich nur eins. Ja, genau, also man kann die Gears halt machen, alle mit der Metal Press oder halt über Tinker's Construct mit den Casts und ja, genau. Das sind alles so Dinge, die man machen kann, wie man halt lustig ist. Ja. Ja, genau. Und es wird jetzt, wie gesagt, es wird jetzt so sein, es werden jetzt die ersten drei Folgen, habe ich ja schon gesagt, werden so sein, die ersten zwei, drei Folgen ist es ein bisschen durcheinander, es sind irgendwie viele Leute im Channel, man redet selber nicht so viel, es reden halt alle immer mal irgendwie, unterhalten sich. Es wird danach so sein, dass ich dann loslaufen werde und mal schauen werde, wohin ich gehen will.
Vorteil ist, ich habe den Replay-Mod mit drauf. Das heißt, wir können da eine schöne Kamerafahrt machen, die mich dann schön begleitet. Die komplette Strecke dann, die ich laufe. Und dann machen wir da vielleicht noch was Schönes draus. Müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall kann ich jetzt alles aufnehmen. Und ich muss halt schauen, wie viel Zeit ich reinstecken kann. Denn Replay-Mod verbraucht viel Zeit für die ganzen Timelapse und so weiter. Das heißt, ich werde es nicht immer machen können. Wie bei Forever Stranded haben wir ja auch teilweise ein bisschen was gemacht. Aber nicht viel. Liegt einfach nur daran, bei einem Format, was täglich kommt, ist ein bisschen schwierig. Vielleicht werde ich irgendwie Bausachen machen oder so, wenn ich irgendwie was baue, dass ich das mal kurz einblende oder muss ich schauen. Gut. Aber jetzt würde ich erstmal sagen, jetzt habe ich genug gequatscht nochmal. Willkommen bei Project Unreal 5. Und dann, ja, entlasse ich euch jetzt wieder in die wilde, in das wilde Gewusel. Und wir sprechen uns dann in ein paar Tagen nochmal. Bis dahin. Achso, genau, und bevor ich es vergesse. Falls euch noch Dinge auch einfallen, Rezepte und was weiß ich nicht alles, könnt ihr gerne schreiben. Und es wird so sein, dass Pack wird in dann wahrscheinlich 2 Wochen ungefähr zum Download sein. Dann haben wir getestet, haben viele, viele Rezepte angepasst dann und dann soll das alles funktionieren. Also wie gesagt, 2 Wochen müsst ihr jetzt dann, denke ich mal, noch warten. Es können auch 3 werden, hoffen wir nicht, aber 2 Wochen definitiv. Maximal 3 und dann sollte das Modpack zum Download sein. Genau, das wär's von mir. Dann jetzt tschüss, viel Spaß im Gewusel und bis gleich. Also, was heißt bis gleich? Wir sprechen uns dann in ein paar Tagen nochmal neu. Jetzt gehen wir erstmal in der Zeit zurück. Und dann irgendwann geht's weiter. Bis dann. Tschüss. Also, das heißt tschüss. Ihr seht ja jetzt weiter, ne? Also einfach jetzt hier. Kommt ein Cut und viel Spaß. Dann würde ich sagen, herzlich willkommen zu einer neuen Staffel von Project Unstable. Und zwar ist es schon die 5. Diesmal sind wir ein paar Leutchen mehr. Oh yeah. Ich bin's, euer Etty. Und der Rest ergibt sich dann von selbst. Ja. Ich bin auch wichtig. Hi. Nee. Das Flip hier. Das Flip. Ich bin der Orange-Schwarze mit dem Fell. Wink mal, mach mal was. Mach ein Kuschel. Ich winke. Ich immer aufhören, mich die ganze Zeit hier vom Berg runter zu schlafen. Ja. Ich sollte winken, es tut mir leid. Wir sind alle lieb zueinander. Okay, mit diesem Aufnahmestart sind wir alle höchst zufrieden. Das war Professor. Das war schon Schnellgang. Stellt sich alles vor. Ich bin Evo, ich bin verrückt in ein Ocelot. Ja, gut, sie ist Evo. Nur wer ist Evo? Stellen wir uns diese hoch. Warte, ich springe. Warum machen wir es nicht einfach so? Einer stellt sich immer hin und erzählt, wer er ist, und alle gucken ihn an. Ja, haben wir dann. Alle Gruppe. Hallo, ich bin ein guter Plan. Hallo, okay, gut, nächster. Da vorne steht einer. Ich bin der Manuel. Hallo, Manuel. Hallo, Manu. Ich mache kein YouTube, sondern Twitch. Okay. Hallo, ich bin Chris und ich habe ein Problem. Hallo Chris. Ich sehe immer Idioten um mich herum. Hey. Problem habe ich auch. Okay, nächster. Hallo, ich bin Isa. Ich weiß nicht, was ich hier tue. Tschüss. Okay. Applaus. So. Abzug in der Beno. Gibt's Applaus? Okay. Ja, Clap gibt's. Oh, Clap. Was macht ihr? Master mit der geilsten Stimme in der Runde. Ja, warte, soll ich auch noch mal? Ich war noch gar nicht so. Ich bin Masters größter Fan. Ich bin das Flip. Hi. Hallo. Ich habe einen YouTube-Channel unter dem gleichen Namen. Hallo. Ja. Bist du zufrieden? Ach, der jetzt gerade Eigenwerbung? Dritte Mal dabei und ich freue mich. Hi. Ich bin zum zweiten Mal dabei. Hey, wenn du eine Bühne kriegst, machst du Werbung. Ja, so funktioniert das. Genau, ich will auch eine Bühne. Hallo, ich bin Evo und ich... Warst doch schon. Nein, aber ich habe nicht gesagt, dass ich YouTube gemacht habe. Und ich bin Evo und mache auf meinem Kanal ganz verrückte Sachen mit dieser Banane. Genau so funktioniert YouTube. Und wenn ihr bei Twitch auf mich gekommen seid, findet ihr unten meinen Link für YouTube. Und wenn ihr bei YouTube gekommen seid... Boah, diese Eigenwerbung hier. Okay, so, der Rest. Ich bin einfach nur verrückt. So, wenn alle da oben in den Baum reinschauen, da versteckt sich eine Katze. Genau. Ja. Eine schüchterne Katze. Sie spricht. Wer ist das denn? Wie spricht das denn? Es ist große Sandy Aufmerksamkeit auf Sonja. Irgendwo da hinten. Sie auch gar nicht schlecht. Okay, nächster. Schnauzer. Ich bin der Dr. Schnauzer. Ich hab das Modpack mitgemacht.
Ja, diese Begeisterung. Ich hab das mal check gemacht. Warte, warte, Purple fehlt noch. Passt schon. Ah, Pill. Ich will auch. Hallo. Welt. Hallo. Ich bin Purple. Purple Hallo, Psycho, Purple. Bitte. Purple. Bist du nicht Purple? Ich dachte, du bist Purple. Und ich zahl den Bums hier. It's funny because it's true. Okay, jetzt die Gurke. Beziehungsweise Kaktus oder... Ich bin der Gurke, Mann. Kaktus, und Melonen, Mann. Kaktus, Mann. Wert für alles Gemüse gehalten. Kaktus, Mann. Hab ich noch nicht entschieden. Okay. Hast du noch kein Coming-out gehabt? Oh, Mate. Genau. Ich bin Vegetarier und ich fress dich zum Frühstück. Ja, ich bin ein Transgender. Ich wechsle das immer mal. Er ist ein Transvegie. So, bevor wir hier noch Probleme bekommen... Theoretisch fehlt meine Erdbeere noch. Itchy. Ich dachte, das wäre eine Pflaume. Nein, das ist eine Erdbeere. Na. Bis mich als Evo schon gesagt hat, ich bin die Erdbeere. Oh, ja. Transvegie. Wobei ich gerade eher neu. Komm, wir gehen aus der Höhle graben. Die ist die Erdbeere und steht auf Schwänze, wie man sieht. Okay, also wir haben eine Gurke, wir haben eine Erdbeere, irgendwann kommen wir einen schönen Salat machen. Wir haben eine Banane. Was ist das denn? Oh je. Puff! Au, Bienen. What the fuck? Au! What the fuck war das? Was ist denn? Okay, und was machen wir jetzt? So, auf die Plätze, fertig, los! Darf ich dich melden? Was glaube ich? Au. Die letzten au. Beißen die. Was hat eigentlich dieses Poke immer zu sagen im Chat? Dass du geschlagen worden bist. Los, achso, mit dem Stock. Achso. Mit dem Stock. Dass du einen Stock im Arsch hast. So, looten! Los geht's, ja, aber. Ready, ja, also. Beste Rucksack. Genau, so möchtest du uns irgendwelche Besonderheiten erklären? Ich wollte gerade sagen, eigentlich müssten wir ja noch ein bisschen sagen, was diese Staffel eigentlich besonders ist am Modpack. Denn wir haben uns diese Staffel ein bisschen mehr Arbeit gemacht. Und haben einen Haufen Rezepte angepasst und Mods ein bisschen dadurch gebalanced und aufeinander abgestimmt, sodass man manche Mods machen muss. Nein, Isa, geh weg da! Meine Kiste! Hey. Ich hab Strings. Ja. Ich hab Wut! Ja. Ich hab Wut! Nummer eine Kiste! Ich hab den Käse anbauen! Alter, es gehen ja die ganzen Achievements los. Nur mal jetzt so als kleines raus. Beispiel schon mal, also Torches sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Ich hab ein Krapfen-Table. Man braucht ein wenig mehr Zeug jetzt für eine Torch, alleine schon. Ja, das habe ich schon mitbekommen, ich habe schon Strings gesammelt hier. Genau. Ich muss Schnauzer, bei mir ist es ein bisschen lauter, aber ich hört irgendwas gar nicht. Wie sieht es mit Essen aus? Haben wir wieder das mit dem Essen, dass man nur querbeet essen darf? Ja, das ist auch wieder drin und die ersten Male sind noch okay, aber danach musst du halt auch wieder querbeet essen und musst wieder dafür sorgen, dass du unterschiedliches isst. Oder halt irgendwelche Dinge, die wieder voll cheaty sind, wie Glowing Bread. Aber, ja. Okay. Ja. Guck mal, ich hab schon Bienen. Industrial Craft. Ich bin voll weit, ich hab Bienen. Ja, genau. Ich hab Holz. Habt ihr vor, dass wir uns am Anfang der Staffel wieder irgendwo zentral im Spawn aufhalten, oder? Ich würde also, mich hier in dem Dorf aufhalten. Also, das meine ich, ja. Folgendes nur mal, nochmal so, damit ihr es wisst. Rüstung und alles mögliche haben auch andere Rezepte, so dass man jetzt zum Beispiel für eine Lederrüstung braucht man Cut Leather, dafür braucht man Dung. Wer hat die Dingstöcke abgebaut? Den man nur von Tieren das halt bekommt. Und ich darf keine Rezepte anschauen. Warum darfst du keine Rezepte anschauen? Da steht, you do not have permissions to use Jace. Achso, Cheat Mode, warum ist das Cheat Mode? Ja, das ist ich hab nichts eingestellt, das ja, war ja, so. Ja. Immer diese Hacker hier, ey. Wo geht denn das? Wo kann ich es umändern? Toll, der einzige, was du musst nur Rottenfleisch bekommen hat, ist natürlich den Schraubenschlüssel drücken. Ja. Und dann oben bei Item Cheating Mode muss auf False stehen. Es steht alles auf Hätte False. In deinem Alter braucht man immer Rottenflash, dann ist man Rottenflash. Moment. Glaub, ja, oder du gehst dann mit R. Wie macht man ein Schwert? Also mit R geht es. Ne, mit R kriege ich aber die Rezepte, was ich damit machen kann. Macht man ein Schwert? Willst du mich verarschen? Was ist denn bei dir verkehrt? Irgendwas ist bei dir verkehrt. Ich weiß nicht. Also eigentlich soll das alles funktionieren. Bin gejoint. Okay. Craft ich ein Steinschwert. Ich find's toll, dass es erstmal zum Staffelbeginn erstmal regnet. Ja. Hey. Ja, schön. Wir sind gleich noch Blood Moon und dann ist es. Ja, wir hatten vorhin schon einen Blood Moon. Achso, okay. Ja, also Blood Moon ist mit drauf übrigens, also. Dankeschön. Ja. Viel Spaß. Ja. Wie was macht Leute, man kann kein Schwert machen. Was für ein Schwert willst du machen? Ja. Was für ein Schwert kannst du nicht machen, glaube ich. Das Steinschwert. Geht dann nicht. Aber irgendwie Steinschwert nee, kannst du nicht machen. Geht nicht. Warum ne? Holzschwert. Warum ne? Holzschwert und dann gleich Eisen. Ah, jetzt geht's. Pussy. Jetzt geht's. Und Steinhacken und sowas geht. Hast du Eisen oder eine Eisenspitzhacke gefunden? Ich habe tatsächlich die Wooden Storage Crates aufgeräumt. Das sind quasi Rucksäcke.
Kann man mal erklären, warum hier die Käse als Strauch angebaut wird? Kommt so viele. Hallo, Käse wächst an Sträuchern. Wann wird Käse auf Sträuchern angebaut? Ja. Siehst du, brauchen wir es da gar nicht mehr. Die ja. Scheiße. Ja, Feuerwehr-Tape wir jetzt so. Schon so auf die Mütze. Ja. Von dem Scheiß. Also, Alter, das Feuerwehr. Ich hab dir gesagt, mach's auf. Es bringt uns auch noch zum Lenken. Das ist einfach alles. Du hast gesagt, du hast es wieder ausgemacht und es ging nicht. Nee, ich hab dir gesagt, du sollst es ausmachen. Ich weiß nicht, wo das ist. Ich weiß immer noch nicht, welcher Mod das war. Kurze Zwischenfrage. Das wird später wieder besser. Wenn man was craftet, man in diesem Crafting-Feld, ja. Wie nimmt man das dann raus? Einfach nochmal mit der gleichen Taste, mit der du es okay. hergestellt hast, dieses Crafting-Grid. Ah, okay. Alles klar. Das heißt, machen wir uns erstmal eben einen Anfang. Entschuldigung. Ziehen Sie sich bitte wieder an, Trip. Diese Raketen sind wirklich ansteigend. Überhaupt aber nicht. Aber wie? Ich finde die mega. Vor allem dadurch, dass jetzt auch noch alle reden, ist es ja. überhaupt nicht anstrengend. Nein, überhaupt nicht. Oh, ja. Rechts, ja. Oh. ja. Aber Purple, warum du hast du gefragt, legst die Items rein? Ja, aber wie mache ich das Feld überhaupt? Die! Du so. Bist mir ein Arsch. Ey! Ich brauch Material. Hey. Ich mach mir jetzt erstmal ein Bett hier. Au, au. So. Das war mein Crafting-Table. Oh mein Gott, da gibt's eine Tasse, müssen wir mal gucken unter Controls. Da kannst du mal bei Search Spitzer Grid ein, da gibt's Crafting Grid. Ich verstehe kein Wort mehr. Was ist der Sinn hierbei? C und wir überhaupt haben ein grünes Bett. Ich bin ganz froh, dass ich Teamspeak ein bisschen leiser gemacht habe. Na, wer will noch schlafen? Ich hab kein Bett. Ich hab kein Bett. Was ist dein Angebot? Ich fürchte, 1 von 12 reicht nicht so wirklich. Ich hab wieder Custom-Sprüche dafür, cool. Ich hab kein Bett. Ja, aber eigentlich hab ich die Config auf 1% geändert oder so. Es kommen Zombies an. Achtung. Ich bleib jetzt einfach mal hier. Ich geh mal in ein Haus und wohn da jetzt. Ich guck mal, was die Config eigentlich steht. So wie ich da gerade war. Eddie? Was? Au! Erster. Warum liegt Tisch rum? Also ein Prozess hin oder her, ich kann gar nicht schlafen. Alter, was ist hier los? Wo gibt's denn ein Bett? Ich mach das Feuerwerk Schaden. Komm mal in die Immersive Engineering Hütte im Dorf. Da gibt's eine Menge Wolle. Und Holz habe ich noch. Was ist Immersive Engineering Hütte? Es gibt auch Holz hier. Man kann mit einem String eine Fackel herstellen, wollt ihr mich verarschen? Außer du hast andere Materialien. Nimm doch einfach Schnauze. Nimm eine Tiny Torch, mach eine Tiny Torch, die ist billiger. Der Monster gekillt. Wo ist denn das Immersive Engineering House? Das ist das mit dem dunklen Holz an als Dach. Auf. Mit dem dunklen Holz als Dach. Ich hab noch genau 2 Herzen. Hier, Tiny Torch. Hi. Da brauchen wir dann normal. Ja, kann ich mein Schwert ist. Tiny Torch. Also, Schwert craften. Problem ist hier ein Monster. Ach, jetzt kann ich. Kann Feuerwerk okay. sterben. Ich krieg die ganze Zeit Schaden von dem Feuerwerk. Flip? Ich bin schon tot. Achso. Okay. Müssen wir übrigens 25% schlagen. Bitte? Okay, warte, ich hab auch ein Bett. Wo ist dieses Haus? Ich kenn das nicht. Das ist das Haus mit dem Brickdach. Also 3 Leute müssen. Im Brickdach, sagt das doch. Ja, passt. Achso, es reichen 3 Leute. Was machst du hier? Mein Schlaf hier. Haben wir irgendwelche Rucksäcke? Alter. So. Weg. Oh, ja. Monster Hunter, jetzt geht's los. Hi. Wow. Nee, ich will keine Monster Hunter, ich will davon laufen. Tschüss. Ich hab ein Schwert, wenn du mich vorlässt. Ich zieh mich da noch draußen. Ich bleib einfach hier drinnen. Hier ist es sicher. Sanjo. Okay. Oh, nee. Sicher? Hier? Ja. Was ich vorhin noch sagen wollte zum Thema Rüstung, nein. Also seid froh, wenn ihr Rüstung irgendwo in Dungeons findet, weil ansonsten braucht ihr für viele Rüstungen, braucht ihr erstmal Leder als Grundlage und craftet dann um das Leder mit den jeweiligen nein. Platten. Oh, was ist das? Oh, was? Okay. Das war ein Concussion Creeper. Ja. Oh. Die Achievements gehen mir so offen. Ich hab's schon. Ich hab's schon. Das ist wieder so eine. Bisschen heftig. Nein, ich bin wieder. So eine Fee von Roots 2. Oh, Tobi, was machst du denn da? Tanz mit Creeper. Ich seh schon. Hier geht irgendwie. Ich geh da rüber und baue da drauf. Da sind Bienen drin bestimmt. Da sind Bienen drin, genau. Ja, kann ich das einfach abbauen? Slate von Roots. Mach's lieber mit einem. Creeper. Mit einem Scoop. Creeper hier ist hartnäckig. Dann kriegst du die Bienen raus. Ein Scoop. Damit kann man dann. Au, wovon krieg ich einen Schaden? Versteh's nicht. Ja, also gibt ein spezielles. Botania-Blumen Ding mit so einem Netz. Ah, noch nicht wirklich mit. Chalk. Platz weg. Es gibt Chalk. Cool.
Aber ich werde jetzt erstmal ein paar Erze farmen oder irgendwie sowas. Oh Gott, das war knapp. Oder Earthworks. Alter, ja. Einmal eine Nacht rum und überall Creeper. Kann man die es gibt übrigens eine. Was hat man eingestellt, Purple? Wie viel Prozent waren das? Was denn? Mit den Creepern? Ich weiß nicht, aber ich habe die Config eh gerade offen. Ja. So, holen uns erstmal ein bisschen. Fetti Creeper. Genau. 10%. Ja, also jeder zehnte Creeper explodiert einfach nur in. Ja, puff. In und Partikeln Patty. Und das war's. Keine Explosion, gar nichts. Ah, das ist tatsächlich ziemlich cool. Wie nehme ich denn Schacht aus dem Crafting Crypt raus? Isa hat einfach schon alles gefunden. Hast einen Helm auf dem Kopf und einen. Ja, einen vor der in der Brust. Ich bin halt fancy. Nee, du kann bist ich verpackt, hier? Aber hart. Master! Wie nehme ich Master. Den Er hat auch einen Helm raus. Master! Raus am Boden. Ich hab einen Zombie, hab ich gekillt, hab alles bekommen. Ja, das. Ich dachte gerade, du wärst ein Zombie. Okay. Nein. Hallo! Hallo! Dankeschön. Ist einfach nur ein Trans-Veggie. Ah, stimmt, der Trans-Veggie. Und hier zum Zombie. Lauter! Ja. Wie bekomme ich denn aus dem Crafting Grid am Boden die Items raus? Nochmal die Taste drücken, mit der du es gemacht hast. Ah, okay, danke. Ey, du hast meine Kohle geklaut. Okay, du Depp! Das war meine Kohle! Okay, warte, wir gehen noch da stand mein Name drauf! Wo hab ich nicht gelesen? Stand da Kaktus drauf? Arsch. Ah, hier ziehst du schon ein, oder? Ja, da wohne ich. Dann zieh ich in die Immersive Engineering Hütte, wenn's recht ist. Ach, ihr geht alle ins Dorf. Ja, erstmal zu Beginn. Am Anfang ist mal besser. Ja. Ah, was war das? Ah, Concussion Creeper. Concussion Creeper. Ein Creeper. Bist auch so ein Puff fertig. Was ist das denn? Dense Coal Ore. Das hat keine Textur. Können wir ja doch kurz zusammenbleiben noch. Tobi, das Spiel ist kaputt. Jetzt ganz am Anfang, aber ich würde schon sagen, noch ein bisschen mehr ein aufteilen, oder? Oh, hier ist ein Immersive Engineering Villager. Oh, cool. Bei mir in der Nähe? Hier, 45A1. Du. Nein, nein. Ja. Wie heißt du? Nicht. Komm mal her. Ich will wissen, ob du das auch so komisch siehst. So, die Frage ist halt jetzt, womit verfolgt. Ja. Das sieht interessant aus. Gurke, die springende Gurke, Melone, Kaktus, wie auch immer. Ja, was haben wir denn hier? Ah, du bist gut getan mit deinem Skin. Ja, siehste. Ja. Das ist mein Name Chris. Kommst du mit in das Haus, oder? Komm mal hier rein. Chris, okay. Ja. Ich war da ganz zu Anfang drin. Ich hab mir auch die ganzen Kisten geklaut. Ich dachte, fürs allererste bleib ich mal auch kurz hier. Das ist geil, ne? Ja. Hi. Ja, das hat was. Ich hab das Spiel gemacht. Mein Bett steht jetzt hier. Ja, die ersten paar Folgen, Aufnahmen, Ründchen werde ich auch hier bleiben. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie lange wir jetzt hier bleiben. Also ich denke, ich guck mir jetzt gerade erstmal hier da oben dieses komische Gebäude an. Nein, da wollte ich gerade hin. Ich bin erster. Was ist schön hier? Meine ja, also wir haben. Ist halt was war das? Oh, sieht cool aus. Ach, ihr kennt die Dinger gar nicht. Strebt ihr gemeinsame Aufnahmezeiten an oder wie sieht's aus? Also, 15 Minuten sind gleich rum, dann müssen wir alle vom Server runter. Was? Okay. Achso, ist es wie bei Varo oder wie? Dann morgen geht's weiter, genau. Okay. Alles klar. Dein Sieg ist spannend. Wie gut, dass nur eine Kiste, dass wir es immer noch das Klima natürlich andere Regeln gelten. Genau. Alles meins hier. Edgy Badge. Und ich greife mir die ganze Zeit Bienen an. Bienen sind gemein zu mir. Isa, ich hol uns mal aus dem Erdreich so ein bisschen Stein raus. Purple, hast du was über, du? Ja, soll ich eine Kiste machen? Kann man eigentlich Mähen machen? Purple? Ja, das wäre ganz cool, glaube ich. Erstmal einen Ofen hier. Purple? Hat denn jemand Strings? Die sind auf dem Feld teilweise angebaut. Ja. Ah, okay. Seht. Es gibt keinen. Obwohl, warte, da können wir hier auch die Dinge verwenden. So. Braucht Evo eine String-Theorie? Nein. Oh Gott, Nerd. Oh Gott, hier. Was, Alabaster? Hey, cool, Itchy, hier gibt es einen Stein, der heißt Alabaster. Der bringt uns. Alabaster war aus Pokémon, oder? Alabaster. Das Bastard. Ist Alabastia gewesen. Alabastia, okay. Irgendwas kenn ich das. Ey! Schrat für die Türmacher. Weißt du, ich stehe zuerst hier, bau ab, er kommt angerannt und dann, ey! Moin! Moin! Das wäre irgendwie cool. Also, ist zumindest so eine persönliche Meinung. Gerade bei diesen ganzen Mods irgendwie so ein Anfängerbuch zu haben. das war eigentlich. Also, manche Mods haben sowas drin. Es ist eigentlich noch geplant, vielleicht noch irgendwas in der Form zu machen. Für mich, ich bin ja so einer. Ich meine, ich habe bis vor 30 Minuten nicht mal gewusst, dass Minecraft einen neuen Launcher hat. warum bist du eigentlich gerade explodiert? Minecraft hat das doch keinen neuen Launcher. Das waren die Feuerwerke, die wir mit dem Modpack machen müssen.
Nee, aber... Oh, das macht auch Schaden. Ja, ich hab's schon gemerkt und wollte noch weglaufen, aber leider hab ich's zu spät gemacht. Ich hab dein Zeug liegen lassen. Vielen Dank. Für die Blumen. Lass mal hier eine Kartoffel. Mein Inventar ist jetzt schon voll. Das ist irgendwie ungünstig. Warte, gibt's hier irgendwie Bag? Oh, es gibt Backpacks. Hab ich auch schon geguckt. Dieses Haus hat schon... Die Hand hat nein! Oh, eine Forestry Backpack. Nein! Was ist denn bei euch los? Meine Strings! Nein, das sind meine Haus Ebo. Sind ich alle brauche das String. Gib mir dein String, Ebo. Was? Kein Leather ist Dung. Dung auf Block auf Dung. Was? Ich habe keinen. Tut mir leid. Du hast keinen an? Du bist genauso schlimm wie der eine hier gerade bei mir. Der ist auch ein bisschen komisch. Ein bisschen komisch. Was können wir denn jetzt hier wegschmeißen? Du hast tatsächlich alle aufgesammelt. Behalten. Oh Fairy Dust behalte ich mal, den Rosebush. Was habt ihr denn hier bitte schön mit der Schmiede angestellt? Oder ist eine Spielerfalle? Keine Ahnung. Hat der mit Lava laufen lassen, oder? Ja. Daddy! Was? Nee. Kann man die Samen wieder aus den Produkten craften? Nee, kann man nicht. Aber was ist denn hier passiert? Wo war denn mein Haus? Das war sicher ein Creeper. Hat jemand dein Haus mit rosa Teppich gefunden? Ja. Ah, hier, ich hab's gefunden. Ebo, du kannst hier mit J. Ich werde mich erstmal irgendwo anders hin verfassen. Also J ist die Karte. Ich glaube, ich habe jetzt eh keine Chance mehr, bei euch irgendwie ein Haus noch zu mieten. Jo, ich gehe auch selber Haus suchen, bauen. Ja, ich glaube, das ist das Beste. Also, genau. 3 Monats Kalten plus Provision, dann ist das hier deins. Ah, okay. Ich kann eine Fackel machen. Ich brauch kein Haus, mir reicht ein Schlafsack. Und dann ein Dirt. Ich bezahle nächsten Monat, vertrau mir. Alles klar. Ja, so funktioniert das. Machen. Zahl, wenn du kannst, ist okay. Geht aber nicht. Nee, du brauchst einen String. Weißt du, was braucht man String? Für eine Fackel. Eine Torch. Achso, was? Ja. Oder man macht Tiny Torches. Tiny Torches? Tiny Torches. Oh, wie süß. Ja. Oh. Ich glaube, ich gehe jetzt erst ein bisschen. Habe ich aber Platz für Kobbel? Ja, ich gehe ein bisschen Kobbel farmen. So. Ist dieser Sand? Oh, Holz. Sand? Was ist denn Sandstaub? Sand ist das dann? Das ist Sandstaub. Das ist, das hat Schlosser vorhin gesagt, du musst das mit einer Schaufel abbauen. Ja, aber warum kann man Sand denn noch zu noch mehr Sand machen? Weil, wenn du es mit der Hand abbaust, ist es quasi eine Bestrafung, dass du dann nicht den ganzen Block rauskriegst. Das heißt, wenn ich Sand mit der Hand aufhebe, dann kriege ich keinen Sand, sondern Sand. Genau, daraus kannst du ja Sand craften, aber du kriegst halt weniger raus, als wenn du es mit einer Schaufel abbaust. Ja, ich weiß, aber es macht keinen Sinn. Das haben wir jetzt schon 10-mal oder so erklärt. Das macht keinen Sinn. Brauchst du noch was zum Isar? Ich hab Stein. Schaufel. Kommt sofort. Eisen. Uga. Nein, kein Eisen. Ich habe Huhn getötet. Ich habe Huhn getötet. Oh. Dankeschön. Gerne. Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich hier bin. Ich hol mal noch ein bisschen mehr Schaden. Ja. Hier in eine Richtung. Ich werde jetzt einfach irgendwann vor mein Haus platzieren. Ein Anfängerhaus. Oh, fancy. Leihwood. Oh, warte, ich wollte mir was angucken gehen. Wo ist das? Da. Ich glaube, ich habe zu viel Dead by Daylight. Du sollst spielen und nicht welche Serien gucken. Dead by Daylight? Was? Blöde Frage, Leute. Ich habe gerade Killer umgeschaut. Macht's gerade Sinn, wenn wir alle noch in einem Raum rumhängen oder wollen wir uns mal aufteilen schon langsam? Was meinst du damit? Im Chat, also der Konversation zuliebe, denke ich mal, wäre es besser, wenn man etwas rumwechselt. Das dachte ich mir eben auch. Ach so, Chat. Ach so, hier Teamspeak on. Ach so, ja. Ja. Wie uncool. Oder theoretisch würde es schon reichen, wenn Leute sich gegenseitig respektieren und warten, bis einer ausgeredet hat. Nein. Okay. Alles klar. Nicht gonna happen. Lalalala, ich höre euch nicht. Bitte? Was würde es reichen? Soll ich mal einen Torch machen? Gerne. Hey, jetzt können wir auch schon langsam wieder schlafen gehen. Ja. Ich hab immer noch kein Bett. Ich leg mich schon mal hin. Ich auch hin. Ja. Alter, diese Teamarbeit. Ich hab kein Bett. Bitte mal schlafen. Jetzt müsst ihr bloß 3 schlafen, oder? Ja. Ja. Passt so. Ja. Was ist ein Floating Crystal? Ein fliegender Kristall. Die sind von Astral Sorcery. Die sind später mal wichtig, glaube ich. Okay. Dann ist hier bei diesem weißen, komischen Ding. Ja, das ist ein Tempel von Astral Sorcery. Ja. Den wollte ich mir auch schon angucken. Ich bin hier. Da war Purple schon da und hat alles geplündert. Das dachte ich mir sowieso. Da ist nichts Wertvolles drin gewesen, glaub mir. Ja. Waren die Fehlen irgendwas? Irgendein Schaden? Nö, ne? Ich hab ja irgendwas gefunden, ein Dungeon oder so. Ja. Dungeon? Mit Dungeon? Dungeon?
Dungeon. Mit Dumm. Sieht cool aus. Ja. Archaic Edge. Aber in diesem Astral Sorcery Tempel ist kein Geheimnis, also keine versteckten Kisten oder so. Doch, doch. Zwei. Aber die hat Purple schon ausgeräumt. So. Sag ich ja. Wie ist er denn da reingekommen? Ja, durch den Springbrunnen in der Mitte ein Loch runter. Aber da ist so ein Kristall neben den. Ja, da kann man ja durch, vorbei. So, okay. Isa? Ich war auch oben. Schau mal, ich habe hier in diesem Gebäude drei von diesen Kisten gefunden. Die kann man ja kaputt machen und die behalten ihr Inventar. Da sollte sich vielleicht jeder eine von nehmen. Den Inhalt schmeißen wir vorher mal irgendwo in eine Kiste. Das wird später mal noch praktisch. Ich mach mal eine separate Kiste. Ja, Meteoriten, ja, Meteoriten. Was macht ihr denn schon alle? Ich weiß auch nicht, was wir da alles machen schon. Also ich töte Hühnchen. Ich hab Holz. Ich hab 12 Holzblöcke. Ich hab eine Gießkanne. Ich hab Meteoriten. Ich hab einen Kescher. Ich hab vier Kescher. Wie ist es? Es kam ja gerade die Frage auf wegen Trennen. Wollen wir uns dann jetzt channelmäßig aufteilen oder nicht? Lass das mal machen, weil das ist ein furchtbares Durcheinander Gequatsche und jeder ist sowieso schon solo unterwegs. Will jemand mit mir in den News-Channel runterhüpfen? Nein, alle. Schnauzer, Isa? Weil ansonsten lass ich's. Ja. Hüpfen wir mal runter.